So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon XD. Im letzten Part sind wir hier vor der Krypto-Endbasis stehen geblieben, wo wir jetzt gegen diesen blauen Herrn da kämpfen. Oder wohl doch zuerst gegen den hier. Gegen Ziff. So sieht man sich also wieder. Mein Plan war perfekt. Vollkommen nutzlos waren allerdings Lucilla und Olaf und natürlich du. Du hast meinen brillanten Plan vereitelt, den ich für Fenag entwickelt hatte. Und diese impertinente Frau hatte auch noch die Stirn im Augenblick meiner schwärzesten Stunde zu filmen und ganz Orre zu präsentieren, um Meister Frenos wieder gütlich zu stimmen und das mir zustehende Amt des Orre-Gouverneurs zu sichern, muss ich dich besiegen. Und dieses Mal kann ich keine zurückhalten bei der Zustellung meiner Macht. Oh, das ist richtig uncool. Ich glaube, unsere Pokémon sind auch nicht gerade in allerbester Verfassung. Von daher glaube ich, dass die Kacke jetzt diesmal richtig dick am Dampfen ist. Oh, wenn ich das schon nur sehe. Psyana stark angeschlagen. Ich guck jetzt mal was. Ach du Kacke. Das wird ein harter Kampf, glaube ich. Das wird ein sehr harter Kampf, aber gut. Geben wir unser Bestes. Ich würde mal sagen, wir starten mit Psychokinese auf Morlord, damit wir Morlord erstmal loswerden. Und Donnerwelle auf Metang. Ja, das Morlord scheint schnell kaputt zu gehen, wenn wir so weitermachen. Und das blöde Metang ist paralysiert. Och, Lehmschuss, nee. Unsere Genauigkeit senken. Ist klar, wie viel Schaden das macht, ne? Ist ganz klar. Und dann nochmal Psystrahl auf Morlord. Und dann würde ich sagen, Donnerschlag auf Metang. Einfach nur mal Schaden machen. Bäm, blödes Morlord. Tot ist es. Morlord ist eines dieser Hass-Pokémon einfach. Es ist Wasser und Boden. Das heißt, viele Attacken, Pflanzenattacken sind natürlich sehr effektiv drauf, aber egal. Es gibt genügend Attacken, die nicht effektiv sind. Und das ist halt... Bäh. Oh, ein saftiger Donnerschlag auf das kleine Metang. Und es ist Psychokinese ein. Ach Mensch, du hättest aber auch ruhig jetzt paralysiert sein können. Ach gut, es hat überlebt. Ja, Psyana macht dann mal wieder Psystrahl auf Nein, ich würde mal sagen Biss auf Metang und Donnerschlag auf Scherox. Jetzt darf das Scherox natürlich nur nicht unser Ampharos, unser Schäfchen töten. Und ja, einfach mal beten. Silberhauch, macht das Schaden oder heilt das? Natürlich macht das Schaden. Ja, gegen ein Psycho-Pokémon war es natürlich sehr effektiv. Dass Käfer gegen Psycho-Pokémon effektiv ist, das werde ich nie, glaube ich, nie nachvollziehen können. Das ist so seltsam einfach. Es ergibt keinen Sinn, warum Käfer-Pokémon Psychos töten. Also in meinen Augen wird es nie Sinn ergeben. Och komm, du bist paralysiert. Und trotzdem triffst du. Das ist mal wieder typisch. Ja, so wie... So typisch mein Glück in diesem Spiel. Ja, dafür kriegt er aber erstmal Geheimpower und Donnerschlag auf Scherox. Baumann ist schneller als Scherox. Geil. Ha, blödes Metang. Bye, bye. Och komm, Baumann hätte jetzt ruhig ein Level up kriegen können. Sonnenfell ist auch Psycho. Psycho Feuer. Und es ist das Krypto-Pokémon, das wir beim ersten Versuch nicht gekriegt haben. Lol.
Ja, okay, der Pick von Baumann war nicht ganz intelligent, aber ich dachte mir, der wird schon nicht so intelligent sein, aber gut, ich habe mich geirrt. Egal, hier ist Saginet, unsere Kampfmaschine. Töten Saginet, einfach nur töten. Keine Gnade zeigen. Oh, ein Volltreffer, den hättest du aber auch schon vorhin einsetzen können, mein Junge. Mensch. Voll lame. Ein Formeo. Oh, das wetterveränderte Pokémon. Wenn es jetzt regnen würde, dann wäre das so etwas von tot. Aber leider regnet es ja nicht. Deswegen einfach Feuerodem. Und Donnerschlag. Einfach radikal. Bzzah. Ach, sag ich nicht. Es könnte aber etwas mehr Schaden daraus kommen. Kryptowitter? Ach nö, das ist diese Flammenwurf. Ist doch wohl ein böser Witz, oder? Setz dir einfach mal Flammenwurf ein. Das ist schon heftig. Schlimm. Dieses scheiß Kryptowetter. Also ernsthaft, Leute. Da kommt man mal raus vor die Tür, denkt sich, die Sonne scheint und das haben wir ein richtiges Kryptowetter. Oh, joi, joi, joi. Aber Mensch, der Kerl hat es irgendwie nicht so richtig drauf. Ich meine, wir sind stark angeschlagen und trotzdem drängen wir ihn stark zurück. Das wundert mich ein bisschen, aber. Boah, Volltreffer! Das hat. Formeo sieht ein bisschen aus wie ein Hodensack. Naja, aber jetzt ist er ja tot und Ruhe in Frieden. Wöldchen, Level 38! Starmie! Und das Starmie ist Psycho. Ist Krypto. Schon wieder so ein nutzloses Krypto-Pokémon. Genau wie Sonnenfell. Das. Ach, fuck. Ich freue mich jetzt schon, meine Pokémon zu heilen, ey. Das kannst du jetzt schon kaum erwarten. Streng dich an, Röllchen. Mach ihn kalt. Töten. Ja. Trifft natürlich mal wieder nur unsere Pokémon, weil die beiden Krypto sind. Sein Knirscher auf Sonnfell und Aurorastra. Nein, das wird auch nicht so viel Schaden machen. Nein, ich würde sagen, ja doch. Knirscher auf Sonnfell und Lebschelle auf Starmie. Kryptodunst, das heißt, unser Fluchtwert wird jetzt sinken. Wow. Fluchtwert sinkt stark. Es ist ja nicht so, als würden wir da noch groß ausweichen können. Ah, ein Volltreffer. Sehr schön. Und wie viel Erfahrungspunkte kriegt Röllchen? 1000! 1059 für Röllchen. Auch ein Volltreffer. Nur sehr, sehr lame. Das wird jetzt so hart, dieses Starmie zu töten. Ich weiß es jetzt schon. Welches Level ist das überhaupt? 41 plus. Krypto-Hieb, scheiße, das tut sehr weh. Autsch. Saginet sollte im besten Falle nicht sterben. Das wäre der Idealfall, wenn der nicht sterben würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Saginet die nächste Runde nicht überlebt, ist so gigantisch.
ist jetzt am besten einfach einen Trank ein. Hypertrank, um ganz sicher zu sein. Ich seh's kommen, ey. Das Sagi jetzt stirbt. Oh, der Kryptohit geht genau auf Sagi nicht. Ah, ich wusste es. Oh, der hätte echt... Oh, ein Supertrank hätte den echt nicht gerettet vom Tod. So bitter, ey. Oh, ganz im Ernst, diese Attacken sind so bitter einfach. So ein schöner Plan. Die Theorie war so perfekt. Alter, ey. Dein Plan war zwar scheiße, aber du hast so heftig gekämpft. Es war so ein heftiger Kampf. Das war uncool. Mein Plan, mein schöner, perfekter Plan. Oh, großer Phrenos, vergib mir. Ja, und jetzt haut der ab. Lol. Naja, gut. Das heißt, wir können jetzt unsere Pokémon heilen gehen. Und noch ein Trainer. Krypto knasht Cliff. Cliff, ja okay, Cliff. Dann zeig mal. Portrott und Hytyra. Och Mensch. Wenigstens sind beide ziemlich langsam, deswegen hoffe ich jetzt mal, Potrot so schnell wie möglich umzurotzen. Dat Defense, ey. Potrot hat einfach so eine abnormal hohe Verteidigung, das ist so uncool. Tja, Attacke von Hytyra ging daneben. Toxin. Es fällt mir schwer, mit Wörtern zu beschreiben, wie sehr ich diese Attacke Toxin hasse. Ach Gottchen, ach Göttchen. Feuerodem, los, Angriff. Dieses Potrott, ey. Es sorgt für radikale Probleme, ohne Scheiß. Ja, und erhöhe du ruhig deine Verteidigung, ne? Das ist auch sehr, sehr lustig. Och Mensch, Röllchen wird noch abkratzt wegen diesem Scheißgift. Dass dieses Scheiß-Potrott einsetzen musste. Aber trotzdem muss ich sagen, dass es ziemlich schwach ist, das Potrott. Ich glaube, es gibt echt Leute, die mit Potrott ein ganzes Team auslöschen können, weil sie das Potrott gut gemacht haben. Aber der hier... Der hat es ja auch nicht mal geschafft, Röllchen zu töten. Hätte doch einfach Genesung oder so einsetzen können. 46. Na, ich dachte, Röllchen wird auch ein Level abkriegen, aber gut. Smogmog! Gesang, nee. Ach, fick dich doch einfach ins Knie, Mensch. Was für ein ekelhafter Kampf dies aber auch ist. Memento Mori. Der Angriff von Röllchen sinkt stark. Und der Spezialangriff sinkt stark. Und Smogmog ist tot? Hat Smogmog sich gerade ernsthaft selbst umgebracht? Ich trau meinen Augen nicht. Hat sich einfach selbst umgebracht. Warum hat es sich selbst umgebracht? Das ergibt keinen Sinn. Moment, Schnarcher. Was ist Schnarcher? Egal, ich brauch's nicht.
Aber warum hat das Smogwurz sich gerade getötet? Kann mir jemand den Effekt von Memento Mori erklären in den Kommentaren? Da wäre ich euch sehr verbunden. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, warum der jetzt tot ist. Das leuchtet mir echt überhaupt nicht ein. Das ist für mich gerade unverständlich. Das ist Feuer-Ohm und Body Slam, ich will's paralysieren. Das kann doch so lange dauern, dieses Hetaira zu töten. Ach, ey, Hetaira in a nutshell. Einigler, Verteidigung hoch. Ach, Mensch. Sag's euch, Leute, der dauert noch lange, der Kampf hier. Deswegen rate ich euch, geht ein Bier holen. Trinkt etwas, bis ich wieder fertig bin mit dem hier. Eierbombe. Das kann man auch falsch verstehen. Ich guck gerade nicht mal auf den Bildschirm, Leute. Das ist so. Ich meine, guckt euch das an. Wir haben kein Pokémon mit Kampfattacken. Oh, Volltreffer! Gut gemacht, Röllchen! Super! Hätte ich echt nicht von dir erwartet jetzt. Oh yeah. Gut, perfekt. Puh. So, wo heilt man jetzt seine Pokémon nochmal? Ich glaube, das war sofort hier. Ja, hier war das. Der Pokémon-Vitalisator. Ach, endlich sind unsere Pokémon wieder topfit. Und das müssen wir auch. Ja, mein guter Freund, Herr Emulator hat mal wieder gezeigt, was er kann. Musste abstürzen und so. Aber ist ja jetzt Latte, Kaffee Latte. Ah. Unsere Pokémon sind geheilt und ich glaube, jetzt sind wir endlich bereit, diesem Bastard dort vorne Prügel zu geben. Das wird ein sehr harter Kampf, aber. No risk, no fun. Guck mal, wer schon lacht, Lucius. Das ist schon eine Weile her, da erinnerst du dich noch an mich? Weißt du noch, ich habe den Portaportus geholfen. Dank ist aber nicht nötig. Ich habe nur einen Narren bestraft, der seine Krypto-Pokémon in der Öffentlichkeit zeigte. Zu der Zeit wollten wir nicht, dass die Welt von unserem Team Kryptos Plänen weiß. Damals dachte ich, du wärst ein normaler kleiner Bengel. Nicht im Traum hätte ich vermutet, dass du Team Kryptos ärgster und gefährlichster Feind würdest. Doch genug geredet, du warst fähig, die Insel Obscura zu erreichen. Lass mich sehen, wozu du im Kampf fähig bist. Wow, Lucius ist also der Babbo, der jetzt hier einen auf ganz hart macht und uns Schwalbos und Simsala vorwirft. Also Simsala ist böse. Den beiß ich lieber sofort tot. Natürlich Krypto. Schwalbos. Guck, ein geiles Pokémon und ein nicht so geiles Pokémon. Welches ist Krypto? Na? Oh, und dann auch noch Kryptowette. Mein Gott. Das ist doch wohl ein blöder Witz. Wird eingefroren. Ach was? Was ist das für eine geile Animation für Simsala? Ey, Simsala hat ja übelst die geile Animation. Zwar nicht so sexy wie unser eingefrorenes Psyana, aber schon ganz lustig. Aber ganz im Ernst, was soll das?
regt mich irgendwie so auf. Oh, Kryptohieb. Natürlich Obsidianer. Ich habe doch gerade eben erst Hyperheiler eingesetzt. Ja, gut. Ach Mensch. Egal, Schwalbos, das wird. Ah, das werde ich jetzt schön rösten. Wehe, du frierst ein. Ich hätte jetzt echt geschrien, ey. Ich hab mich so aufgeregt. Ha, blödes Simsala. Weg mit dir. Ich glaube, Simsala war sowieso die größte Gefahr in seinem Team. Also ich kann mir nicht noch viel Schlimmeres vorstellen als Simsala. Ach, ich hab nichts gesagt. Noch ein Seedraking. Das kann so hässlich werden jetzt für unser Köter. Ich würde einfach sagen, Flammenwurf auf. Nein, ich darf sagen, Biss auf Seedraking und Donnerschlag auf Schwalbos. Wegen genau diese Attacke. Ey, Kryptoid macht so anormal viel Schaden. Och Mensch, übertreiben kann man's, ne? Übertreiben kann man's mit diesem scheiß Kryptohieb. Oh, Mann, wie behindert ist die Attacke denn? Das regt mich ja mal so auf einfach. Oh, Mensch. Seht mal her, ich bin Schwalbus. Ich kann Kryptohieb einsetzen. Ach, das ist doch wohl. Ach, lame. Wenigstens kriegt Seedraking auch konstant Schaden durch diese Attacke. Das ist. So, Flammenwurf und Knirscher auf diesen blöden Bastard. Das muss einfach sein. Mein Gott. Schwalbos hat's überlebt. Ich glaube, das war aber mein Fehler jetzt, dass Schwalbos das überlebt hat. Ne, Flammenwurf kommt erst noch. So. Ich glaube, das wäre jetzt mal die größte Scaraborn. Ah, Eisstrahl, nicht auf Köter, nicht auf Köter, nicht auf Köter, nicht auf Köter. Ach, sag ich nicht, überlebt's auch nicht. Ach, Mensch. Dieser Kampf ist so ekelerregend einfach. Und dieses gottverdammte Kryptowetter. Es könnte so langsam auch mal aufhören mit Regnen. Puh. Seedraking, ey. Ach bitte komm, lass den Flammenwurf tödlich sein. Ich glaube, ich kenne Köters Spezialangriff. Das sollte reichen. Nein, natürlich nicht. Komm, wir. Wie viel wetten wir, dass einer stirbt? Bam, tot. Das ist sehr effektiv noch, ne? Och, Mann. Was für ein dicker, gewaltiger Rotz, ey. Ja, Feuerodem, los, go. Immer nur drauf da. Ein Wunder, wenn der Aurora-Strahl töten würde. Ja, natürlich tötet der nicht.
War ja klar. Das war so klar. Und der hat noch 4 Pokémon. Rohrstrauß, Garaborn. Ja, weg mit Baumann, tot. Es war so klar, es war einfach so klar. Mach es fertig, los Psyana. Ja, Psyana kommt jetzt, rettet den Tag. Aber zuerst kommt mal ein dicker Eisstrahl, der natürlich einfrieren wird, ich bin so sicher. Gott sei Dank. Wäre Psyana jetzt ganz im Ernst eingefroren worden, ey. Ich hätte so geschrien. Das hat mich so aufgeregt. Electek. Das ist auch so gefährlich gegenüber uns. Ach, gegen unser Röllchen. Röllchen könnte das nicht überleben. Erstmal bis auf Seedraking und es ist sowieso Krypto, das Electek. Das heißt, es wird nochmal richtig Schaden machen mit Krypto-Heap. Woo! Und es ist natürlich schneller. Oh, Röllchen hat's überlebt. Respekt. Ach, Seedraking ist X auch tot. Oh, Lucius, ey, du bist so ein Bastard, ich sag's dir. Relaxo, das war ja mal ganz, ganz klar. Und es ist natürlich Krypto, das Relaxo. Och, scheiße. Ja, wie töten wir das jetzt am besten? Wie machen wir das jetzt wohl? Ja, ist jetzt Krypto dunst ein. So soll das die ganze Zeit gehen. Aha. Ach, scheiße. Ach, Mist. Ah, das macht bei weitem nicht genug Schaden. Die Attacke ging daneben. Mehr will ich nicht lesen. Das reicht mir schon. Ja, es setzt wieder Kryptodunst ein. Super. Das ist perfekt. Dann können wir uns nachher schön solo auf das Relaxo konzentrieren. So, Röllchen, komm schon, Aurora-Strahl, töte es, töten, töten, töten! Ja! Du blödes Electek.